関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Abzocke? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Chef Ball Legends. Und ich muss mal eben meinen Monitor hier... Ja, wir haben neue Hinweise bekommen. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einmal erwähnen, bitte hört auf, mir in anderen Videos und Streams Kommentare über scheiß fucking Dragon Ball Legends zu schreiben. Es ist unglaublich nervig und ich habe schon 150 Mal gesagt, wenn hier nicht einige Ballerbieren wären, die nur dieses dumme Drecksspiel sehen wollen würden, dann hätte ich das Spiel schon längst gelöscht. So, und das war ja ein Angriff und eine Beleidigung auf diese Leute, die offenbar nichts anderes in ihrer Birne haben als dieses dumme Gacha-Game. Zum 175.000. Mal, dieses Spiel zockt euch ab, wo es nur geht. Dieses Spiel ist massiv unfair, dieses Spiel ist nur darauf ausgelegt, euch glücksspielabhängig zu machen. Also geht mir außerhalb dieser Videos, die sich wirklich um Dragon Ball Legends drehen, nicht auf den Sack mit diesem scheiß Glücksspiel. So viel dazu. Mache Videos, wann ich will dazu und nicht, wenn ihr es fordert. Ganz einfach. Und wenn euch das nicht passt, ihr könnt gern deabonnieren, guckt euch andere Streamer an. Ach ja, die gibt's ja gar nicht, weil keiner dieses Dreckspiel noch spielen will. Hm, woran liegt das wohl? So, genug gerantet. Meine Maus funktioniert nicht. So. Wir haben einen Hinweis bekommen auf einen neuen Event-Exclusive-Charakter. Und ich vermute mal, wir hatten... Ja, Movie-Saga hatten wir ja schon. Dann müsste es ja jetzt ein Turnier der Kraft Charakter sein. Es ist halt hier nicht gesagt, was, aber ich denke mal, es wird ein Turnier der Kraftcharakter sein. Und wenn ich jetzt sagen würde, es wäre was Neues, eher unwahrscheinlich. Wir hatten schon Free-to-Play Kefla, vielleicht Free-to-Play Toppo? Jiren oder Toppo, würde ich jetzt sagen, Free-to-Play. Aber ich denke mal, Goku, Vegeta wird es jetzt eher nicht werden. Piccolo... Denke ich mal auch nicht, wobei Piccolo ist nicht ausgeschlossen. Aber ich denke mal eher ein Toppo oder ein Jiren. Die hatten wir noch nicht. Bei Piccolo jetzt auch nicht, aber ich denke mal Toppo oder Jiren. Ja, was er können wird, ist eigentlich schon fast... Wobei, nein, Piccolo kann es nicht sein. Wir haben ja jetzt erst ein Piccolo bekommen. Wir gucken aber mal, was die Leute hier sagen. C17? Ja... Wobei Frost würde ich mir auch wünschen, weil Frost hat irgendwie noch außer diesen Extreme ganz am Anfang gespielt. Ohne Scheiß, der letzte Frost ist, glaube ich, wirklich 5 Jahre alt. Gab es nie wieder was. Das wäre auch nice, Charlotte endlich zu bekommen. Ja, das ergibt mal gar keinen Sinn. Vegeta ergibt auch keinen Sinn. Die haben natürlich nur Stups gepostet, ist klar. Ja, das dreht sich hier noch nicht um Zenkai, deswegen... Aber das ist ein gutes Bild auch mal wieder. Hybrids kriegt gut, Universum Rap, DB Legends. Was hier aber nicht gezeigt wird... Digga, wir haben eigentlich das ganze Jahr Movie-Saga bekommen. Wo ist das denn hier bitte? Freunde, die heute rum... Hybrids! Digga, wir haben viel mehr Hybrids bekommen als irgendwelche GT-Charaktere. Und jetzt tut er sogar einmal im Jahr Universum-Repräsentant kommt oder zweimal Universum-Repräsentant. Aber wir eigentlich gefühlt das gesamte Jahr Movie-Stuff bekommen haben. Selbst als DB Legends-Kampagne, Quatsch, DB Legends, Dragon Ball Origins-Kampagne kam. Selbst da haben wir Movie-Saga-Charaktere bekommen. Und jetzt bei Movie haben wir nochmal Hybrid bekommen. Also was ist denn das Problem von dem Typ? Ja, aber ich denke mal, es könnte tatsächlich Jiren oder Toppo sein. Weil das würde in die Richtung gehen und Turnier der Kraftcharakter hatten wir jetzt nicht als Free-to-Play-Charakter zuletzt. Dementsprechend meine Prediction wäre Toppo oder Jiren. So, dann haben wir noch das hier bekommen und es deutet auf einen Senker hin. Und ich vermute mal, auch wenn die anderen Sachen hier gar nicht mal so unlogisch sind, weil das hier, ja, wobei das ist Kugelstoßen eher als Baseball. Aber ich sag mal, das hier sehe ich jetzt unwahrscheinlich an, weil mit was könnte man das jetzt kombinieren? Mit gar nichts. Das hier sieht halt wirklich schon fast 1:1 aus wie das Bild. Allerdings finde ich da so ein bisschen doof. Lila Bovisaga, Lila Sonfamilie. Passt jetzt so gar nicht. Und ich glaube, der bufft auch generell nur Lila.
Und da denke ich mir immer wieder so, was soll man mit dem? Also da die nie was an den Z-Fähigkeiten machen, man könnte dem ja hier Movie Saga geben, man könnte den Son von mir geben, man könnte dem Saiyajin noch geben, alles mögliche, sehe ich da drin irgendwie gar keinen Sinn. Weil Monocolor-Teams werden jetzt auch aktuell nicht mehr gespielt, aber auch maximal nur 3 Farben. Danke für die Zenkai Dragon Ball Legends, ihr Vollpfosten. Gogeta halte ich auch nicht für ausgeschlossen, weil... Ja, wobei, der Gogeta ist es nicht. Der macht, glaube ich... Macht der ein Kamehameha als Spezialangriff? Ich weiß es gar nicht mehr. Seine Ulti ist auf jeden Fall was anderes, aber... Macht der den Geistbrecher als Spezialangriff? Weiß es nicht mehr. Aber an Gogeta habe ich auch gedacht, wegen den Geistbrecher halt, weil der den ja auch so wirft. Viele denken auch, dass es... Wo ist er? Ist er hierbei? Dass es halt dieser Vegeta hier ist. Fände ich nice, weil ich habe den halt sehr oft gezogen. Ich glaube, ich habe den jetzt auf 12 Sterne oder so. Wenn der es wäre, wäre nicht schlecht. Er hat Endurance. Er hat eine grüne Karte, die zurückstößt. Also würde ich feiern, sehe ich nur aktuell absolut gar keinen Nutzen hinter. Wenn ich Rot spielen wollen würde, dann würde ich doch Ultra Vegetto nehmen, wenn ich ihn habe. Den Dingens, hier den Gohan nehmen, wenn ich ihn habe. Maybe Pan. Mastered Ultra Instinct. Aktuell wegen Turnier der Kraft. Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. War jetzt nicht krass, aber der hat eigentlich gut Schaden gemacht. Aber er konnte halt nichts tanken, logischerweise. Aber ich glaube nach wie vor, der ist eigentlich nicht schlecht. Wobei man sagen muss, der Rush Punch ist mittlerweile viel zu stark. Der ist lächerlich stark. Und der wurde ja eigentlich nur eingeführt, damit man solche Charaktere halt irgendwie angreifen kann, ohne dass man im Nachteil gerät. Aber mittlerweile ist der Rush Punch so lächerlich stark, dass es halt schon dumm geworden ist. Dadurch sind diese Charaktere einfach richtig schlecht geworden. Aber ich sag mal hier... Ach, ihr könnt ihn gar nicht sehen, merke ich gerade. Diesen Vegeta würde ich schon fast eher für wahrscheinlich halten, wenn es halt um Charaktere geht, die wirklich einen Buff brauchen. Der Yamchu, nee, glaube ich nicht. Den Goku würde ich sogar auf Platz 1 der Wahrscheinlichkeit setzen, weil es halt wirklich einfach 1:1 so aussieht. Aber ich sag mal, nützlicher wäre tatsächlich der Vegeta, weil er zumindest noch eine Alternative wäre. Was schreibt dieser Dude? We can confirm it's one of these two. The image makes me lean more into Vegeta, but we're mit Sagas from the movie, bla bla bla. Okay. Nee, da würde ich eher sagen, tatsächlich ist es der hier, weil der auch halt mega alt ist. Ja, der müsste halt ein krasses Kit haben, damit das irgendwie Sinn macht. Aber an das hier, genau, an das habe ich eigentlich am ehesten gedacht. Aber ich weiß nicht, macht das nicht nur der Ultra? Macht das der LF? Ich weiß es gar nicht. Ja, keine Ahnung. Also ich hätte auch gesagt, entweder der oder halt der einarmige Goku, weil wir halt innerhalb der Movie-Saga sind. Den Vegeta sehe ich halt deswegen einfach nicht als sinnig, weil wozu? Er passt einfach nicht, im Moment nicht im Movie, er passt nicht im Turnier der Kraft. Deswegen würde ich eher sagen, dass es einer von denen ist. Es sollen aber, soweit ich weiß, noch 2 Zenkais kommen. Einer muss natürlich LF sein, der andere halt normal. Könnte also sein, dass vielleicht sogar beides kommt, weil es würde dann zu beiden passen und das wäre eigentlich mal ganz cool. Der gelbe Gogeta verdient allerdings auch einen Zenkai, aber damit der wirklich spielbar wäre, ein Toolkit so wie es war, ist eigentlich ganz gut. Er müsste jetzt aber, damit er gegen Gohan ankommen könnte, halt farbneutral werden für x Zeiteinheiten. Und er müsste halt seinen Speed erhöhen, weil er hatte keinen erhöhten Card-Draw-Speed. Das war halt richtig mies. Oder irgendwie, keine Ahnung, x-mal Karten nachziehen, irgendwie 4-3-mal Schlagangriff wie der Vegetto halt. Dann wäre der gut. Die restlichen Effekte, die der hatte, sind eigentlich nach wie vor immer noch gut. Er hat Anti-Combo-Cut. Das war sogar mit einer der ersten, glaube ich, der Anti-Combo-Cut hatte. Sein Spezialangriff ist immer noch stark. Grüne Karte kann auch super krass sein, wenn die richtig getimed ist. Also wenn man das mit einem kalkuliert und halt einen vernünftigen Damage-Cut, einen vernünftigen Damage-Output, dann kann der sogar wieder krass werden. Der lila Goku... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Er war damals so einer dieser Charaktere, die ich als Special Attacker Units bezeichnen würde, die halt ihren Spezialangriff gestackt haben bis zu einem gewissen Punkt, um dann einen richtig krassen Angriff zu machen, was heutzutage jeder Fick-Charakter kann. Sei es ein Duo, sei es ein Beastan, die haben alle explosive Spezialangriffe, die dann halt voll übertrieben sind.
Also Dragon Ball Legends hat eigentlich alles verkackt, was es nur verkacken konnte. Erstmal sind die Typen komplett verschwinden. Also Fernangriff, Schlagangriff, Verteidigungstyp, Supporttyp ist alles völlige Matsche mittlerweile. Dann Farbvorteil existiert eigentlich gar nicht mehr. Egal, ob du Farbvorteil, Farbnachteil bist. Teilweise können deine Charaktere trotzdem massiv darüber rennen oder werden ständig farbneutral. Oder können durch den Wechsel halt Farbvorteil gewinnen. So ist also auch völlig Matsche geworden. Dann verschiedene Farbkonstrukte, dass du halt wirklich gucken musst, wie nehme ich welche Farbe mit. Ist mittlerweile eigentlich auch scheißegal geworden. Kartenziehgeschwindigkeit, ja, hat ja eh jeder 1 bis 3. Ist also auch Bullshit. Also quasi out of gas gibt's gar nicht mehr. Jeder hat einen massiven Damage-Output. Keiner kann mir wirklich was tanken. Der Rising Rush killt generell immer. So, das ist halt völlig behämmert geworden. Ohne Scheiß. Man müsste die Entwickler dafür ohrfeigen. Wirklich links und rechts dauerhaft in die Fresse kloppen. Weil die haben das Spiel komplett kaputt gemacht. Ich finde das so dumm, dass das immer noch Leute verteidigen und sagen, das ist immer so ein tolles Spiel. Ja, weil du einziger Vollpfosten übertrieben gut gezogen hast. Was meinst du, warum so viele Spieler das Spiel verlassen haben? Bestimmt nicht, weil die alle gecheatet haben. Es ist einfach nur traurig, dass dieses Spiel so übertrieben gefeiert wird. Es macht mich wirklich fertig, dass keiner in die anderen Streams reinguckt. Und wenn die mal reingucken, dann kommt nur, es ist schon das für Dragon Ball Legends gesehen. Es macht mich echt wütend und fertig, dass die heutige Generation, und ich klinge da wie so ein alter 50-Jähriger, nur noch so eine Scheiße supportet. Ohne Scheiß. Es macht mich wirklich wütend und traurig zugleich. Jedes Mal, wenn ich Dragon Ball Legends wieder spiele, denke ich mir, eigentlich ist die Mechanik geil. Und dann spiele ich mehrere Spiele und denke mir so, boah, dieses Kackspiel laggt. Der Gegner macht übertrieben Schaden, obwohl er nur einen 4-Sterne-Charakter hat. Und du kannst nichts machen. Du wirfst deinen Charakter rein, er tankt nichts, er macht keinen Anti-Combo-Cut oder sonst was. Es ist einfach nur lächerlich. Und dafür schmeißen wirklich Leute teilweise tausende Euro im Monat raus. Es ist so dumm, ne? Ja, kommen wir zurück zum Thema, nachdem ich hier jetzt schon mehrere Male gerantet habe. Ich denke, es ist der einige, also der einarmige Genki-Dama-Goku oder Gogeta. Das wären meine persönlichen Favoriten. Das ist das auch, was mir als erstes eingefallen ist. Vegeta passt vielleicht ein bisschen zu der Pose, aber eigentlich macht er zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn. Er ist zwar mit im Banner, aber er ist halt einfach nur Saiyan, so. Der passt doch eigentlich gar nicht da rein. So, ich wüsste auch nicht, mit was man den großartig kombinieren könnte. Wobei doch, man könnte ihn noch mit dem alten Duo gut kombinieren. Das würde auf jeden Fall gehen. Rot-Lila könnte man auf jeden Fall machen. Ich würde ihn jetzt dann nicht als Turnier der Kraft spielen, sondern eher als Saiyan-Vegeta-Family-Typ. Grün macht da natürlich keinen Sinn, weil die sind halt komplett Blast-orientiert. Aber der in Kombination mit dem Duo würde schon Sinn machen. Ich wüsste nur nicht, was ich noch spielen würde dann. Wir haben eigentlich keinen vernünftigen Strike-orientierten Typen. Vielleicht einfach den lila Ultra-Instinct trotzdem rein. Der macht auch guten Strike-Damage. Alles lila Rot-Buff, weil man könnte Kakarot dann nehmen. Den Vegeta auf dem Anführerplatz. Hätte dann Kakarot als Senkai-Buff für den Vegeta noch on top. Hätte den Ultra-Instinct als Buff nochmal für das Duo. Der Vegeta würde alle Buffs mitnehmen und dann könnte man noch, weiß ich nicht, Super Saiyan 3 und diesen Extreme spielen, der halt lila rot bufft. 50%. Hätte man zwei Senkai-Buffs auf das Duo, hätte einen Senkai, der nochmal selber einen Senkai-Buff kriegt, alle würden 20% AP kriegen und nochmal fetten Schlagangriff. Könnte funktionieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Von meiner Seite aus war es das. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Entschuldigt bitte das Abranten, aber wirklich, manche Leute gehen mir so massiv auf den Sack, wenn sie mir die ganze Zeit nur Nachrichten zu diesem Kackspiel schreiben. Wenn ich halt gerade mit einem anderen Spiel entspanne, sei es halt von mir aus ein Alan Awake, was mich auch schon ein paar Mal auf die Palme gebracht hat, oder Mario RPG oder irgendetwas anderes. Aber es nervt so unglaublich, wenn dann wieder irgendeiner reinkommt. Hast du schon das und das gesehen von Dragon Ball? Kommt noch Dragon Ball? Dragon Ball ist ein Scheißspiel. Ohne Scheiß, hört ihr das nicht 300 bis 400 Klicks zwischendurch auf meinem Kanal? Ich hätte es schon längst gelöscht. Und das solltet ihr auch tun. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Wir sehen uns wieder via LCD. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt.
zu spüren. In dir brennt ein Feuer, die Power der Dragon Ball.